Seid gegrüßt Leute zu einem neuen Mod-Review. Diesmal gibt es in dem Mod Smart Moving. Dieser Mod bewirkt zum einen, dass ihr 2 und 3 Block hohe, ja, also 2 Blöcke hoch und 3 Blöcke hohe Sachen in 1 hochspringen könnt. Ihr könnt klettern und ihr könnt kriechen. Und zum anderen fügt der Mod neue Wasseranimationen hinzu. Also wenn ihr zum Beispiel so eine Tauchanimation und so. Also als erstes geht die Videobeschreibung, da findet ihr diesen Link. Scrollt ihr ein bisschen runter. Hier sind auch ein paar Videos dazu, könnt ihr euch auch angucken. Und dann scrollt ihr runter bis zur Version 2.1. Das ist die neueste. Klickt ihr auf Download. Und dann downloadet ihr das von Mediafire. Ihr braucht keinen Modloader, aber ihr könnt es machen. Diesmal nehme ich keinen Modloader. Ich ziehe mir es kurz auf den Desktop. Oder meinen Ordner hier. Wo ist es? Da. Das ist eine ältere Version, die habe ich gestern gedownloadet. Ja, ich bin gleich zurück. Ich installiere nochmal Minecraft neu, damit ihr auch das richtig seht, wie es im Normalzustand bei euch ist. Bis gleich. Ja, ich habe eben nochmal Minecraft neu installiert. Ja, ihr öffnet den Mod und geht in euren .Minecraft-Ordner. Ich drücke wie immer Windows-Taste und R. In Bin. Rechtsklick auf Minecraft Jar, öffne mit WinRAR oder 7-Zip. So, als allererstes den Meta-Info-Ordner löschen, einfach anwählen und entfernen drücken oder Rechtsklick und Dateien löschen. So, dann seht ihr hier drei weitere WinRAR-Archive. Das erste Archiv ist für die Version mit Modloader. Das zweite ist Standalone und der dritte auch. Ihr klickt auf das zweite WinRAR-Archiv, dann wird ein neues Fenster geöffnet. Und diese vier Sachen, also die drei Klassdateien und den Ordner, zieht ihr einfach in die Minecraft-Jar. Und jetzt könnt ihr schließen hier die Minecraft-Jar und jetzt geht ihr zurück in den Bin-Ordner und zieht diese zwei Smart Moving Textdatei einfach hier rein. Ich habe sie verschieben ersetzen. Ja, ich hole mir eben noch Too Many Items, falls ich noch irgendwas cheaten muss oder so. So, braucht ihr aber nicht machen. Oh, verdammt. Das war jetzt Fail. So, Minecraft Jar, öffnen mit WinRAR. Schließen. So. Zack, 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 zack. Ich starte eben Fraps und Minecraft. Und dann sehen wir uns gleich in-game wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder zurück in-game. Ich zeige euch mal kurz. Ihr geht halt auf Escape, Options, Controls und dann könnt ihr einstellen Grab, also festhalten oder halt klettern. Ist auf dem linken Control, also linke Steuerungstaste. Sprinten ist auf Tab. Und ja, das ist es eigentlich schon, was ihr braucht. Genau, das könnt ihr halt ändern, wie ihr wollt. Ja, ich mach mal kurz die Sicht an. Als allererstes zeige ich euch die neue Schwimmanimation oder Tauchanimation ist so. Und wenn ihr an der Oberfläche seid, dann eben eine Leertaste drücken, ja. Damit ihr oben bleibt und dann krault ihr. Und wenn ich dabei jetzt auf Tab drücke, also sprich sprinten, dann bin ich halt schneller. Genau. So, ich habe was Kleines vorbereitet. Und zwar, das ist ja hier ein Bekannter, da kann man ja ganz normal raufspringen. Aber wenn ihr jetzt hingeht und einfach drauf zuläuft und Steuerung drückt, dann geht er von allein oben rüber. Und genau das gleiche funktioniert bei zwei Blöcken hoch. Da könnt ihr entweder so hoch gehen, also einfach Steuerung gedrückt halten und W drücken, oder ihr springt und drückt dabei linken Steuerungstaste, dann geht er sofort drauf. Zack. So. Das gleiche funktioniert auch mit drei Block hohen Sachen. Ihr springt wieder hin und drückt Control. So, dann zieht er sich erst hoch und dann schmeißt er sich rauf. Ja, dann könnt ihr euch noch entlang hangeln, macht ihr wieder einen Sprung und Steuerung. Und dann könnt ihr einfach mit D und A, also halt mit den mit den Bewegungstasten einfach hin und her gehen. Dabei könnt ihr auch Tab drücken, also Sprint, dann geht er auch viel schneller. Geht um Ecken auch. Ja, wenn ihr halt wieder W drückt und dabei Steuerung gedrückt halt, dann geht ihr halt wieder nach oben. Ich glaube, das funktioniert auch, wenn man runterläuft und dabei schnell Steuerung drückt, dann hält er sich auch fest. Na, das war jetzt
Zu schnell nochmal. Das funktioniert auch. Und ihr könnt auch Leitern hoch klettern, auch wenn da eine Lücke ist. Das geht zwar langsam, aber wenn ich jetzt Steuerung drücke und da. Ah ne, ich brauche gar nicht drücken. Ich brauche einfach nur W drücken nach oben. Dann geht er von alleine, zwar langsam, hoch. Aber wenn er die Lücke übersprungen hat, dann geht er wieder im normalen Tempo hoch. Ja, und ihr könnt jetzt auch damit zwei, wenn hier zwei Blöcke dazwischen sind und dann erst eine Leiter. Das kann man ja eigentlich nicht machen, aber jetzt mit Normalsprung auch nicht. Sondern ihr drückt wieder, ihr springt und drückt dabei wieder linke Steuerungstaste. Und dann, na. So. Und dann, wenn er die übersprungen hat, dann geht er wieder normal hoch. Genau. Und Half-Steps erlauben euch, daran einfach hochzuklettern. Zwar geht ihr einfach wieder hin und drückt Steuerung und drückt einfach W, um hochzukommen. Oder wenn ihr mehrere nebeneinander habt, könnt ihr auch hin und her gehen. Ja, und wenn ihr dabei halt auch wieder Tab drückt oder wo ihr euren Sprint gesetzt habt, dann geht er auch schneller hoch. Ja. Und die letzte Sache, die ich euch zeigen will, ist neue Kriechanimation. Und zwar drückt ihr Ducken, also bei mir ist es links Shift. Ja, die hat schon vorgemacht, das Schicken, ja. Und Control, also ja, linke Steuerungstaste. Und dann seht ihr schon, hier krabbelt ihr durch die Gegend, könnt durch einen Block, ja, Ruhe, sag ich mal. Also wenn hier nur ein Block frei ist, könnt ihr normalerweise ja nicht durchgehen. Und wenn ihr bei mir links Shift und Steuerung drückt, dann könnt ihr durchgehen. Das finde ich echt eine sehr geile Animation. Richtig gut gemacht, der Mod. Und ja, vielleicht implementiert oder integriert Notch den ja oder etwas anders. Naja, wie gesagt, ich finde den Mod ganz geil. Müsst ihr euch unbedingt holen. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.